einfach nochmal und los. Heute Abend wird es beim Hermsdorfer Vierjahreszeitengespräch um die künstliche Intelligenz gehen. Kurz KI. Warum ist die künstliche Intelligenz gerade in aller Munde? Weil wir eine Demokratisierung von ungefähr 2000 Tools der KI erleben und das, was schon im 20. Jahrhundert mit der Digitalisierung vorbereitet wurde, jetzt für alle nutzbar haben und eines der bekanntesten Tools ist ChatGPT. Es gibt Paradigmenwechsel in der Menschheitsgeschichte. Nach der Industrialisierung war nichts mehr wie zuvor. Leben und Arbeit wurden fundamental verändert. Auf die Industrialisierung folgte die Digitalisierung und die Digitalisierung hat die Entwicklungen der künstlichen Intelligenz vorbereitet. Heute Abend wird uns Olaf Schirm, Wissenschaftskünstler und einer der Pioniere der künstlichen Intelligenz, Impulse geben und wir werden gemeinsam über die Chancen und Herausforderungen, die mit der KI verbunden sind, diskutieren. Olaf Schirm hat im letzten Jahr in der Galerie Gühlmann und Unbekannt eine der ersten Ausstellungen mit KI-generierter Kunst gezeigt. Landkarten von Planeten, die nicht existieren. Porträts von Menschen, die nicht existieren. Kleine Roboter, die sich bewegen können. Und er beschäftigt sich seit den Anfängen mit der KI. Und wenn du eines Tages bei den Hermsdorfer Vierjahreszeitengesprächen ein spannendes Thema lancieren möchtest und mit interessanten Menschen darüber diskutieren willst, dann melde dich. Was macht die KI so gefährlich? Denn es gibt ja nicht nur die Licht-, sondern auch die Schattenseiten. Dass man sich nicht ausmalen mag, was es im militärischen Bereich bedeutet, wenn zukünftig Drohnenkriege von der KI gesteuert stattfinden. Da gibt es keine Empathie mehr. Und was die KI nicht leisten kann, für mich ist es momentan eine Challenge, herauszufinden, wo kann mir die KI Arbeit abnehmen, wo kann die KI meine Effizienz steigern, aber wo kann mich die KI eben auch nicht ersetzen. Und was die KI nicht ersetzen kann, das sind unsere Erfahrungen als Menschen. Und das macht doch das Leben lebenswert. Und deswegen brauchen wir Debatten darüber, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben. Denn die KI wird in alle Bereiche, in sämtliche Berufe Einzug halten und zurzeit ist sie mit vielen Ängsten bei Menschen verbunden, dass Berufe verloren gehen werden. Berufe werden sich verändern und insofern ist es eine Herausforderung, wie wir uns dazu stellen werden. Insofern hat die KI Licht, aber eben auch Schattenseiten. Ja, cool.